Hallo, in diesem Video schauen wir uns Wechselbrückenanhänger und Wechselbrücken an. Hier gibt es eine eigene Kategorie dafür. Der hat mir zum einen mal als Wechselbrücken vorgestellt, diesen Annaburger HTS 22B79. Hat ein Leergewicht von 4,8 Tonnen und benötigt eine Motorleistung von 180 PS. Man sieht hier, das Ganze wird mit einer Zapfwelle betrieben. Was immer die Hilfe hinführt, obwohl nein, es wird anscheinend irgend so eine, ist da noch was zum Anhängen? Nö. Ach, da wird dann von der Wechselbrücke jetzt wie beim Güllefass, wird es dann an der Zapfwelle befestigt, womit es dann betrieben wird. Hier können wir einen Reifenhersteller und die Reifenvariante auswählen und dann noch die Fahrgestellfarbe. Dann kommen wir schon zur ersten Wechselbrücke. Das ist auch von Annaburger, die AW 22.17. Die hat hier in dieser Variation ein Transportvolumen von 36 Kubikmeter und ein Eigengewicht von 3,8 Tonnen. Hier können wir die Konfiguration nochmal ändern. Da kann man einen Miststreuer hinten dran haben, dann einen Überladewagen und die Standardkonfiguration und dann mit und ohne Abdeckung. Fahrgestellfarbe kann man noch ändern und die Abdeckungsfarbe. Dann kann man zum Annaburger AW 22.07. Hat eine Ladekapazität von 35 Kubikmetern. Und ein Gewicht von 3,8 Tonnen. Hier sehen wir, das ist Miststreuer oder beziehungsweise Entladegerät für Häckselgut oder für Gras, für frisches Gras und so weiter. Hier können wir die Fahrgestellfarbe ändern. Und hier können wir nochmal schauen, genau das Häckselgut, Silage und so weiter, Gras, Stroh und auch, glaube, das sind Mischrationen, dieses Symbol hier. Dann kommen wir zum Annaburger AW 2216. Hier haben wir eine Transportkapazität von 28 Kubikmetern. Das ist ein Überladewagen für oder Überladewechselbrücke für Getreide. Oder hatten wir schon 28 Kubikmeter Ladevolumen, 3,8 Tonnen Leergewicht. Wir können hier Abdeckung auswählen, ob wir eine haben wollen oder eben nicht. Und dann können wir die Fahrgestellfarbe ändern, die Abdeckungsfarbe ändern. Und genau das war es dann hierzu. Dann haben wir die Annaburger AW 22.27 Gülle Transport. Ich weiß nicht, kann man da was anhängen? Doch. Kann man dann auch Gülle damit ausbringen, indem man hinten so einen Güllestreuer anbringt. Hat eine Transportkapazität von 18 Kubikmeter, ein Leergewicht von 3,8 Tonnen. Und wenn es betrieben wird als Gerät, hat man eine Maximalgeschwindigkeit von 16 Stundenkilometer. Wir können hier die Fahrgestellfarbe und die Designfarbe ändern. Gut, dann sind wir hiermit auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.